Ja, willkommen zurück zu unserem 31. Part unseres Let's Plays Dead Space 3 Together mit mir, The German Gaming Guy. Und mir, dem Xero. Es sieht stark danach aus, als könnte dieses der letzte Part in dem Let's Play werden. Entweder weil wir die ganze Zeit verrecken werden, oder weil wir es dann doch mal schaffen, diese Necromorph-Bedrohung aus der Welt zu schaffen. Oh, ist das euer Ernst? Echt jetzt? Oh, bitte nicht fliegen, ey. Nicht euer Ernst. Oh Gott. Ich bin doch so ein schlechter Pilot. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wuhu, yeah! Oh, 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 fuck, fuck, fuck. Wow! Das war gut hier. Das ist aber nicht nett, das ist aber nicht nett. Ich werde mich doch alle verarschen hier. Das ist doch nicht cool. Und nochmal so ein Ding. Das wird sogar mir langsam zu krass, ey. Yeah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt los? Ich kann nicht mehr steuern, also. Ich auch nicht, also haben wir es geschafft. Ah, da werden jetzt meine Beine gebrochen. Was ist das? Riesenauge. Ein Auge. Oh Gott, das kann ja was werden. Schieß rein, schieß rein! Ich kann nicht. Egal. Ich würde ja gern, ich kann. Soll ich meinen Raketenwerfer benutzen? Oh oh, das sieht gar nicht so gut aus. Ja, zieh die Maske an. Uns kriegst du nicht. Wie sollen wir das Ding killen? Dafür reicht nicht mal die Munition der gesamten Welt. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Um uns herum fliegen Marker. Wir können diese TK-Platte nehmen und sie als Waffe werfen. Also ich glaube das auch. Okay, ah, wir müssen dem. Ah, gar nicht so blöd. Hast du ins Auge gestochen? Hast du ihn ins Auge? So, jetzt nur noch ein. Hey! Okay, dann muss ich jetzt mal hier die Viecher. Also irgendwer muss da mal. So. Wo sind die Marker hin? Hey, Medipacks. Nice one. Ah, jetzt wo ich genug eingepackt habe, ne? Echt, das will ich eingepackt. Alter, ich muss mal schnell nachladen. So, dann. Das Vieh wirft Felsbrocken auf uns. Was? Ja, ich seh's. Oh, was? Wie? Keine Ahnung. Wo sind die Augen? Wo sind die Felsbrocken? Erst schießen, wenn ihr das Gelbe in ihren Augen seht. Ja, war das nicht das Weiße? Ist das Auge weiß? Oh, verdammt. Bye, bitch. So in etwa. Okay, okay. Aber ich sehe gerade keine Augen. Mach die Augen. Da ist eins. Da kommt eins. Hau rin, das Ding. Ja, das war ein bisschen daneben. Halt. Ja, das Problem ist, es bewegt sich. Das Ding. Gut, dass ich dieses Ding eingebaut habe. Könntest du mal den. Wow. So. Hell, da bist du mir sehr dankbar für. Ja, unbedingt, ey. Also, du glaubst gar nicht, wie dankbar, ey. Ja, ich wusste schon, warum ich das gemacht habe. So, jetzt nehme ich mal die Knarre, die muss ja richtig fetzen jetzt. Müssen wir noch eins? Ja, schätze ich. Na gut, ich bin so gut. Ja, irgendwie nicht so schwer gerade. Achso, oh, ich darf da nicht rausgehen. Verdammt. Ja, sonst kannst du den natürlich nicht mehr festhalten.
Doch logisch, Mensch. Ja, Chinese ist auch so eine logische Sache. Ja. Hör doch mal auf den zu schießen, Mann. Den einzustecken. Nicht den Kopf verlieren. Stirb, Auge! Stirb, Auge. Jetzt ist er blind. Das sieht irgendwie aus wie so ein riesiger Venus-Fliegenfalle-Ding. Ja, das macht auch das, was ich befürchte. Das frisst das Teil auf. Nom nom nom. Schmeckt's. Ah, warte mal ab, das Ding liegt noch richtig schwer im Magen. Wir müssen zu der Insel, auf der die Maschine ist. Der Codex ist da. Operiere gleich das Ding da aus. Stelle mich auf die TK-Platte und versuche es rüberzuziehen. Beeilen Sie sich, bevor sich das Ding erholt hat. Was soll ich machen? Ah. Das irgendwie herausziehen. Nett. Das nenne ich, stelle ich mir unter dem Kaiserschnitt vor. Ja, ekelhaft. Oh oh. Mehr Blut, mehr Gegröße, oder wie war das? Nimm mal deinen Medipack, wenn du eins hast. Ich bin fast voll, was willst du nur? Oh. Ja, ich drück doch schon A. Immer bist du da, um mich zu retten. Das ist toll. Ja. Wie war das? Wahre Freundschaft gibt's nur unter Männern. Genau. Weiß aber nicht, wahre Liebe. Aber. Werden jetzt hier sterben. Dafür hat die Erde wieder eine Zukunft. Ach, fuck auf die Erde, Mann. Wir werden nicht sterben. Es muss noch einen vierten Teil geben. Ja, nein, weißt du, wenn wir jetzt sterben, dann machen sie halt noch ein Prequel und kein Sequel. Was vor dem ersten Teil passiert ist. Du hast jetzt natürlich deinen Helm abgezogen, du Spacken, ne? Ich sag, es ist noch nicht vorbei. Nee, bestimmt nicht. Da kommt jetzt Ellie mit dem Shuttle und rettet uns. Aber die Musik ist irgendwie schon so. Ja. Blub. Bart. Ja, jetzt ist sie der nächste Hauptdarsteller. Vielleicht. Ach, ja, mal doch nicht. Frauen. Die ist noch gelb. Ja, die hat noch gar kein Dings auf dem Rücken da hinten. Doch. Nee, da fehlt doch diese Anzeige. Nein, hat die. Echt? Sehe ich nicht. Ich habe nur so ein... Ja, das Ding war halt nicht ganz voll. Das Ding war halt irgendwie nur halb voll. Aber bei uns sah das größer aus. Isaac. Wir sind Männer. Bist du da? Komm mal. Isaac. Du bist tot, nicht? Du bist tot, nicht. Na, Wahnsinn. Das Markersignal. Es ist auch weg. Ja, wir haben es abgeschaltet. Du hast es geschafft. Du hast es tatsächlich geschafft. Was hast du denn erwartet? Ich klopf da so an die Scheibe. Und wenn das der Endboss-Fight war, dann weiß ich auch nicht. Dann war der ganz schön lahm. Tatsächlich. Ja, wir waren, oder wir waren einfach zu gut. Das ja. War's, Leute, ihr habt's überstanden.
Ja, toll. 10 Minuten. Und wir haben noch, wie viele Minuten haben wir noch Zeit? 10. Ja gut, da kommen wir jetzt noch den Abspann noch durchlabern. Ja. Ja, irgendwas kommt da bestimmt noch. Weißt du, wie so im Kino, die Leute, die rausrennen, verpassen dann noch so ein paar kurze, coole Szenen oder so. Vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Das Problem ist, 10 Minuten lang durchlabern wird für uns hart. Ach Quatsch, wir machen das doch sonst stundenlang. Ja, aber nicht, wenn uns alle Welt zuhört. Als ob uns alle Welt zuhört, Alter. Was geht mit dir? Ey! Wo hast du das denn her? Weißt du, was wir noch machen könnten zu unserem Let's Play? Noch eine alternative Kommentarspur, wo wir das jetzt im Nachhinein nochmal kommentieren? Willst du dir wirklich die Arbeit machen? Nein. Ja, also, mein Gott. Arbeit kann das sein, 13 Stunden, 14. Ja, eben, das ist das Problem. Das war's jetzt echt schon. Ja, da müssen wir uns mal überlegen, was wir als nächstes zocken, ne? Ja. Ja, ich wäre ja für Borderlands 2, aber das hast du ja nicht auf PC. Auf Xbox, weil deine Xbox ist ja kaputt. Genau. Das ist ein bisschen behindert. Ja, gut, ich meine. Wir hätten es hier letztens im Steam-Deal-Dings da kaufen können. Ja, hätten wir auch mal sollen. Ja, hätten wir mal gesollt. Ansonsten, falls ihr eine Idee habt zu irgendeinem Spiel, das wir zusammen jetzt playen können, schreibt das gerne unten in die Comments. Ja, ich finde so Comments eigentlich immer... Hast du eigentlich schon Comments unter deinen Videos außer von mir? Ja. Kenny, oder wie Kenny einmal. Seras. Also, aka Geral. Okay. Ja, das war's dann aber auch, glaube ich. Die Frage, wer uns da zuhört. Ja, keine Ahnung. Also, da ich davon. Einfach mal für die Nachwelt fest. Also, da ich davon ausgehe, dass bei uns aus der Gilde einige Leute den Scheiß gucken werden. Aber das reicht ja eigentlich nicht. Es werden keine 10 Leute bei mir aus der Gilde sein. Weißt du, das müssen 5 sein, glaube ich. Sehen wir das einfach als unser Vermächtnis an die Nachwelt. Ja. Das heißt, jetzt, wenn ihr das jetzt hier hört, sind wir wahrscheinlich schon lange tot. Wir schreiben übrigens das Jahr 1864. Ja, genau. Irgendwann haben wir wieder bei Null angefangen. Würde der Menschheit ganz gut tun. Ich glaube, wir sind im Abspann witziger als im ganzen Spiel. Ja, wahrscheinlich. Da ist die Frage, ob die Leute noch beim Abspann so weit zuhören. Aber wenn nicht, sind sie selber schuld. Eben. Wir verlosen jetzt einfach mal 1 Million Euro. Nein, aber das Verlosen ist so vielleicht nicht schlecht. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Dota 2 Keys. Genau, also für jeden, der kommentiert. Nein, nicht für jeden. Nicht für jeden. Unter allen, die kommentieren, wird ausgelost. Genau, das wäre doch mal was. Genau, ja, ist die Frage, ob Dota 2 so ein Anreiz sind zu kommentieren und nicht nur so eine Scheiße wie, ha, gib mir Dota 2 Key. Oder ey, was seid ihr für Noobs? Ja. Dota 2 spielt doch kein Mensch. Am besten schreibt ihr einfach unten in die Comments, warum ihr ein Dota 2 Key gewinnen solltet. Das ist übrigens jetzt kein Scherz, ne? Ich habe wirklich noch Dota 2 Keys, ja. Also. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch eine Dingskopie, die ich verschicken kann im Steam. Torchlight 2 oder so. Könnte ich auch verlosen, aber. Erst bei 1000 Abonnenten oder so. Bei 1000? Erst wenn ich Gronkh überholt habe. Oh ja, gut. Also, ne, wenn wir 2 Millionen Abonnenten haben, jeder von uns. Ich euch ein Auto. Wird mein Auto verlost, wenn ich 1 Million Abonnenten krieg und mehr hab als. Also. Mehr, okay, bei mir. Million mehr hab als Gronkh. Wenn du 1 Million mehr hast als Gronkh, wird dein Auto verlost. Ja, dann sollte ich eigentlich genug verdienen hier mit dem Scheiß, um mir eins kaufen zu können. Wird sich noch rausstellen, was das für ein Auto sein wird? Vielleicht weiß ich das morgen schon.
Aber ich glaube nicht, dass ich innerhalb der nächsten 5 Jahre so viele Abonnenten kriegen werde. Wer weiß, vielleicht morgen früh, zack. Zack, 1 Million, ja, weißt du, so, das Internet kann ja brutal sein. Ja, echt, posten wir mal ein bisschen auf Facebook und so. Ey, das ist eigentlich auch mal eine Idee. Ne? Ja, posten, aber weißt du, nachher bist du echt gearscht, wenn du so viele Abonnenten kriegst. Ja, weißt du, die abonnieren dich dann und abonnieren dich nachher wieder ab. Aber ich meine, wenn du bei 1 Million, wenn du das Auto an irgendeinen verlost, ich meine... Eben, wie machst du das mit dem Zufallsprinzip? Ich meine, man könnte WoW nehmen und dann von 1 bis 1 Million rollen. ich nehme einfach den Account von meiner Frau. Dann ja. Muss ich das Auto nicht abgeben. Oh, fuck. Oder verdammt, das Wort darf ich dann nicht mehr sagen, meine Tochter sagt das auch schon. Und die ist erst 2,5. Ja. Dadurch ein schlechter Vater, postet's in die Comments. Genau, und abonniert! Ja, wenn ihr findet, er ist ein schlechter Vater, abonniert! Also, ich habe meine Tochter noch nie durch bei Dead Space zugucken lassen, glaube ich. Glaube ich, ist schon mal schlecht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat sie beim ersten Teil ein bisschen was mitgekriegt. Aber sie hatte keine Albträume, soweit ich weiß. Also. Die sollte er dann nehmen als du. Ja, ja, sowieso. Ja, der Abspann, der geht ja ewig. Langsam gehen mir die blöden Ideen aus. Ja, mir auch. Egal. Weißt du, was ich machen könnte unter den ersten 1 Million Abonnenten verlose ich mein iPhone 3GS 32 GB. Will das noch einer haben? Für umsonst. Das Ding ist fast neuwertig, das wurde erst hier letztens ausgetauscht, aber weil bei meinem alten der Akku ein bisschen aufgebläht aber war. Das ist ein iPhone 3, Mann. 3GS, ja. Oh no, ist ein 3GS. Ja, ich benutze es eh nur noch als iPod. Also wenn einer ein iPod haben will, mit dem er im Notfall auch mal telefonieren kann, ist das doch eigentlich eine Idee. Ja. Okay. Der Abstand zieht sich, ey. Wir kriegen die 20 Minuten noch voll. Ja, ja, bestimmt. Ja, ich hoffe, ja, was machen wir, wenn der Abspann länger geht? Du willst einfach einen Cut machen, das geht doch nicht. Na, bleib mal einfach weiter, ist doch scheißegal. Machen wir eine halbe Stunde. Ist mir doch wurscht. 3 Minuten noch, ne? Dann haben wir. 3 Minuten noch, dann haben wir voll, ne? Mhm. Ja, so also ein paar Minuten länger, wird auch kein Problem. Vielleicht taucht da mein Name ja irgendwo auf. Ich weiß zwar nicht, wieso er das sollte, aber, ja. Mit den so viele Namen. Vielleicht trifft es mal. Ja, gut, ich meine, ne? Dein Nachname ist halt relativ. Ja, aber. Ja, gut, da sind sie jetzt in der spanischen Abteilung, da wird es gerade ein bisschen schwierig. Ja, aber in der deutschen Abteilung. Da könnte das schon mal. Ja. Sollen wir gleich frohe Kunde oben im Channel kundtun? Ja, wir haben es jetzt endlich auch mal einmal geschafft. würde ich fast sagen, dass wir mal oben Bescheid sagen gehen. Ey, wo haben die denn die Zeit her, das schon zweimal durchzuspielen? Ja, da siehst du mal. Ja gut, ne, bei uns dauert das alles was länger, weil wir kommen beide erst abends nach Hause und ne, die beiden haben ja da wirklich da am Stück 12 Stunden gespielt. Weißt ja, gut, du, das war aber das Wochenende, oder? Ja gut, aber ich bin am Wochenende auch mal nicht da, ne? Ich habe ja auch noch ein Real Life. Echt? Man will es kaum glauben, aber wir beide haben ein Real Life. Echt? Ja, nein, das ist bei mir nur Alibi, weißt du, ich erzähle, ich habe eine Frau, ich habe und das stimmt eigentlich gar nicht. Hast du angeheuert, ne? So. Genau, das ist ein Schauspieler, so wie bei Barney Stinson. Aber warum hast du dich für mich angeheuert, weißt du, das ist mir doch wurscht. Nein, damit ich das hier so erzählen kann, weißt du. Ja, aber ich kenne die ja auch. Ja. Hör doch auf, Mensch. Geh doch auf. Willst du jetzt so tun, als hättest du kein Real Life, oder? Nein, ich meine nur so. Wie gesagt, ein bisschen dumm labern hier. Der Abspann mal. Dumm labern. Es kommt bestimmt noch irgendwas, wetten. Ich weiß. Oh, wie viele Georges haben die denn, ey? Gabriel, David, Ovidio, Nick. Kollege, komm, wir lesen jetzt alle nach. So schnell kann ich das gar nicht aussprechen. Ja, wäre das wenigstens jetzt englische Namen irgendwie, ne? Q&A. Quality Assurance heißt das, glaube ich, gell? Qualitätssicherung. Für die, die kein Englisch können. Ich lese mir das gar nicht so genau durch. Ah, ich finde das immer ganz toll, ab und zu hat es mal System Test EA Digital Platform. Ja, hätten sie das mal getestet, dann hätte ich vielleicht auch am 7. spielen können. Ja.
Die Arschgeigen. Da bestellt man sich's vor, holt sich's im GameStop und dann kann man es, nachdem man es installiert hat, abends einfach nicht zocken. Ey. Ja, das war das Beste. Der Hammer, dann hat der EA-Support mir dann auch noch gesagt, ja, es kommt offiziell ja erst am 8. Ja, das ist halt die Frage, warum es alle, die ich kenne, am 7. spielen konnten, außer du, weißt du? Das ist schon ja. Sehr seltsam. Gleich wieder mal die Schweizer, weißt du? Ja, echt. Also, ich bin ja kein Schweizer, das hört man ja an der Stimme eigentlich schon, aber ja. Er ist halt kein Schweizer, Kreuzer zu und so. Nein, ich möchte jetzt nicht rassistisch sein gegenüber den Schweizern. Ich mag die Schweiz, ist echt schön da. Also einige Gegenden, ich habe natürlich noch nicht alles gesehen, aber... Ja, so die Großstadt-Ghettos Zürich und Bern oder so. Das hört sich aber ganz schön hier. Ja. Vielleicht wird das Schweizer See. Nein, ich bin da weder parteiisch noch sonst irgendwas. Aber Thuner See zum Beispiel da, die Ecke, die war doch geil. Also, ja, Thuner See ist toll. Berge mit Seen und so. Ja, die war echt. Ja, la la la. Ja, jetzt langsam... langsam wird's knapp. Mit dem Gesprächsstoff wird's eng. Ja. Ich meine, wir haben, ohne Scheiß, wir haben jetzt 10 Minuten lang durchgelabert, ne? Was sollen wir da jetzt noch groß machen, ne? Also das wir ist, haben jetzt mehr gelabert als im Spiel. Ja, eben. Also, ne? Wenn ihr uns reden hören wollt, ne? Das ist jetzt guckt wirklich... Guckt immer die Abspann-Let's-Play. wir reden wirklich jetzt gerade im Moment mehr als in allen anderen Let's Plays zusammen. Ja, ich glaub's auch. Wir sollten das hier mal, das was wir hier labern, auf die anderen Let's Plays dann ausweiten. Also. Ja, das sollten wir wahrscheinlich das mal tun. Noch Koop-Spiele. Oh, das ist ja müde. Ich bin echt müde. Ja denn? Gut, oh, Resident Alter. Evil 6, ne? Aber das hast du ja auch wieder nur für Konsole. PS3, ja. Borderlands 2, ja. Tomb Raider wird wohl keinen haben, denke ich. Oh, es scheint vorbei zu sein, ja, schon. Oh, siehst du, Ellie? Da kommt was. Ellie! Aha, das war so klar. Hast du schon Stopp gedrückt? Nein, nein, natürlich nicht. Das ist eigentlich immer erst vorbei, wenn's... Na toll, war das jetzt alles? Wenn ich jetzt... Ja, aber man weiß, dass er jetzt noch lebt, okay. Ne? Das... Schwierigkeits normal abgeschlossen. Ja, das war's von uns hier beim Let's Play Dead Space 3 Together. Hat relativ gut funktioniert mit ein paar Fails zwischendrin. Das macht ja nichts. Schaltet auch bei unseren weiteren Let's Plays ein oder guckt euch die alten an. Zum Beispiel mein Dead Space 2, das ich ja eigentlich noch beenden müsste. Ja, oder Far Cry 3, was du noch beenden müsstest, oder? Ja, Far Cry, oh Gott. Ja. Und du willst jetzt mit mir schon wieder das nächste anfangen, oder? Ja, ja, Together macht mehr Spaß irgendwie als ja, da hast du recht. Together ist echt da viel hat jemand, mit lustiger. Reden kann, ja, da meine, hast du recht. Nicht, dass es nicht toll wäre, mit den Leuten zu reden, die da zugucken, aber... Ja, aber das Problem ist, man hat halt keine... Genau, man hat halt keine Reaktion und so, das ja, ist halt schon... Ja, kommentiert keiner was. Das ist halt ein bisschen schwieriger. So, also... Ja, wir machen jetzt hier Schluss und... Genau. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Let's Play... Together mit mir, the German Gaming Guy. Und mir, dem Xero.